In diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, wie du dir diesen Rucksack nähen kannst. Wir hatten euch ja mal gefragt, was so ein Rucksack alles haben sollte, beziehungsweise was eure Ansprüche sind, was ein Rucksack so haben sollte. Und das steckt alles in diesem Rucksack drin. Also ihr habt uns fleißig geschrieben, also nochmal vielen Dank dafür. Und jetzt zeige ich dir natürlich, was dieser Rucksack alles kann. Also, an einem Rucksack ist ja das Wichtigste, dass er viel Last aushalten soll und das bedeutet, dass man die Gurtbänder richtig vernäht. Also, wir haben hier unter dieser Blende haben wir ganz viele Nähte vernäht, dass das auch richtig hält. Also jetzt nicht nur denken, die zwei Nähte, drei Nähte halten das zusammen. Das zeige ich dir aber alles im Video, wie du das richtig vernähen kannst, dass die Gurte auch sehr viel Last aushalten. So, dann haben wir einen Outdoor-Stoff hier verwendet. Der ist auch wasserabweisend und natürlich auch atmungsaktiv. Das heißt, also hier am Rücken kannst du auf jeden Fall nicht schwitzen. So, dann haben wir genügend Fächer für Handys, Portemonnaies, alles Mögliche. Also zum einen haben wir hier vorne ein kleines Fächlein, was auch schön tief ist. Das heißt, da kann man sehr viel reinstecken. Dann haben wir hier drin natürlich noch ganz viele Fächer. Hier auch schön mit einem Reißverschluss. Natürlich kannst du dir in der Tasche aussuchen, wie viele Fächer du haben möchtest. Das heißt, hier habe ich jetzt kein Fach, aber rein theoretisch könntest du hier noch ein Fach hin tun, wenn du natürlich mehr Fächer benötigst. Dann haben wir noch praktische Häkchen hier an den Seiten, wo du zum Beispiel deinen Schlüssel dranhängen kannst oder jegliches. Dann haben wir noch ein Zwischenfach. Mal schauen, wo der aufgeht. Hier. Hier haben wir noch ein Zwischenfach. Das ist mit Klettband da dran genäht. Das heißt, das kannst du ganz einfach herausziehen, wenn du sagst, so, ich möchte zelten, möchte irgendwas mitnehmen, was Großes, dann tust du einfach das Zwischenfach raus und so hast du dann noch mehr Platz. Das Praktische hierbei ist auch, dass das ganze Innenleben von der Tasche wasserabweisend ist. Das heißt, falls mal irgendwas auslaufen sollte, kannst du natürlich das so oder so herausnehmen und den Rest kannst du dann einfach mit einem Lappen ganz einfach reinigen. So, dann war es vielen auch sehr wichtig, dass die Tasche einen wasserabweisenden Reißverschluss hat. Und das haben wir ganz einfach gelöst, indem wir hier so praktische Laschen über den Reißverschlüssen genäht haben. Das heißt, wenn Wasser von oben raufkommt, dass das direkt abperlt und kein Regen in die Tasche hereinläuft. Zudem, wie man ja sieht, muss ich ein bisschen nehmen, hat dass die Tasche dementsprechend dann auch ein Diebstahlschutz sozusagen. Also man kann nicht ganz einfach da rein, also man sieht den Reißverschluss bzw. den Zipper nicht direkt, weil er versteckt ist. Also man müsste vorher suchen, wo ist von denjenigen den Zipper. Das ist natürlich auch sehr praktisch, was vielen auch sehr wichtig war. So, dann kommen wir auch zu dem Flaschenhalter. Also hier passen auch wirklich große Flaschen rein, wenn man sehr lange unterwegs ist. Das ist sehr praktisch natürlich. Einen Flaschenhalter kann man immer gebrauchen. Dann kommen wir zu dem Tragegriff. Der ist natürlich auch mit hier drin vernäht. Das heißt, der hält ganz schön viel Last aus. Und natürlich zeige ich dir in dem Video, erkläre ich immer, welche Nähmaschineneinstellungen du immer benötigst. Und alle Nähmaschineneinstellungen findest du auch nochmal unter dem Video. So. Ich hoffe, wir haben alles berücksichtigt, was ihr uns gesagt habt und natürlich wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Nähen. So, wenn du die Schnittmusterteile jetzt ausgedruckt hast, dann hast du gleichzeitig auch diese Übersicht hier ausgedruckt. Hier siehst du dann letztendlich, wie der Schnittmusterbogen am Ende aussehen soll. Und dann kannst du natürlich aussuchen, ob du die Schnittmusterteile einzeln ausschneiden möchtest oder ob du sagst, nee, möchte ich nicht, ich möchte die einzelnen Teile lieber mit einem Abpauspapier abpausen. So, das ist natürlich jetzt nur die Übersicht. Jetzt kommen wir zu dem Schnittmuster. Wenn du das vor dir liegen hast, dann musst du jetzt darauf achten, dass du eine kurze Seite abschneidest und eine lange Seite, denn die anderen beiden Seiten dienen später zur Klebefläche.
So, wenn du dein Schnittmuster jetzt ausgeschnitten und zusammengeklebt hast, dann überträgst du diese nun auf die einzelnen Stoffe und dann hast du folgende Schnittmusterteile vor dir liegen. Und zwar zweimal Halterung Tragegurt, das kommt auf einen Outdoor-Stoff. Dann einmal die Reißverschlussblende Fronttasche, einmal auf einen Futterstoff. Dann die Handytasche, die überträgst du auch einmal auf einen Futterstoff. Der Flaschenhalter wird einmal auf einen Outdoor-Stoff übertragen. Dann kommt zweimal die Reißverschlussblende Zwischenteil. Die musst du beim Ausschneiden auf den Stoffbruch achten. Das wird dann zweimal ausgeschnitten auf einen Futterstoff. Dann kommt das Zwischenteil für den Boden. Das überträgst du zweimal auf einen Kunstleder. Dann benötigst du einmal das Zwischenteil. Hier musst du auch auf den Stoffbruch achten. Das wird einmal auf ein Kunstleder übertragen. So, nun kommen wir zu der Innentasche. Die Innentasche kannst du optional bis zu viermal ausschneiden. Das heißt, du kannst bis zu viermal die Innentasche an den Rucksackwänden mit einnähen. Und wir zeigen natürlich, also wir machen jetzt eine Innentasche, zeigen wir die und diese Anwendung, diese Schritte machst du natürlich auch, wie zum Beispiel bei den anderen Innentaschen, die du dann nähen möchtest. So, wir machen die einmal, also benötigen wir die einmal auf einen Futterstoff. So, nun kommen wir zu der Fronttasche. Die benötigst du einmal auf ein Kunstleder. Dann einmal die Blende für Rücken, auch einmal auf ein Kunstleder. Dann benötigst du einmal den Tragegriff, der kommt auf einen Outdoor-Stoff. Dann für den Schultergurt benötigst du zweimal den Schultergurt, zweimal auf Filz. Und dann kommt nochmal zweimal Schultergurt auf einen Outdoor-Stoff. Und zweimal Schultergurt auf Meshstoff. Also hier zweimal dann natürlich. So, nun kommen wir zu dem Rucksack an sich. Hier benötigst du einmal Kunstleder, dann einmal Outdoorstoff und viermal das gleiche dann nochmal in Futterstoff. Und hier kommen wir jetzt zu dem Schaumstoff. Und zwar musst du hierfür am Rand von dem Schnittmuster ist eine gekennzeichnete Linie. Die schneidest du komplett rundherum einmal ab. Und dann überträgst du das kleinere Schnittmuster zweimal auf einen Schaumstoff. So, jetzt fangen wir auch an zu nähen. Dafür benötigst du jetzt als allererstes einmal deinen Schultergurt aus Filz und einmal den Schultergurt aus dem Mesh. Dann legst du den Filzgurt mittig auf das Mesh hier drauf. Dann nimmst du dir eine Seite und klappst diese hier um und fixierst das dann mit Stecknadel. So, wenn du das jetzt fixiert hast, dann nähen wir einmal hier am Rand, also lässt du ca. 1 cm Nahtzugabe und nähst dann hier einmal entlang. So, und natürlich verwende ich hier eine Universalnadel und eine Stichlänge von 2,5 mm. So, also so soll das dann jetzt aussehen von einer Seite. Wenn du jetzt die andere Seite dran nähst, musst du jetzt nur darauf achten, dass du an dem Mesh ein wenig ziehst. Denn wenn du das jetzt einfach nur so leicht umklappen würdest, dann kann es passieren. Dann sieht man hier, dieser Masch, der wölbt sich dann an der anderen Seite. Deshalb ziehst du jetzt ein wenig daran beim Umstülpen, also hier bei diesem Umlegen. Dann ist der auch schön gerade hier und sieht nicht dann später so locker aus. So, und hier nähst du auch wieder mit einer Nahtzugabe von 1 cm einmal hier entlang.
Und das machst du natürlich auch nochmal mit dem anderen Schulterfilz und mit dem anderen Mesh. Nachdem du jetzt den Schultergurt mit Filz und Mesh vernäht hast, benötigst du einmal deinen Schultergurt aus dem Outdoor-Stoff und den bügelst du, und zwar bügelst du, also faltest du den einmal zur Hälfte um, bügelst dann diese Strecke, dann klappst du das wieder auseinander und klappst diese Seite dann wieder zur Mitte und bügelst das dann, und das dann genau mit der anderen Seite genau das gleiche, die klappst du auch wieder zur Mitte hin und bügelst dann diese Kante. Das gleiche machst du natürlich auch mit dem anderen Outdoor-Schultergurt. So, jetzt legen wir das zusammen, also zur Mitte hin, das andere Teil auch, sodass die Kanten hier aneinander liegen. Denn jetzt nähen wir mit einem Zickzackstich, nähen wir die Kante einmal zu. Also wie schon gesagt, verwende ich einen ganz normalen Zickzackstich. Meine Einstellungen sind, die Stichbreite beträgt 4 mm und die Stichlänge beträgt bei mir 3 mm. Das gleiche machst du natürlich auch nochmal mit dem anderen Schultergurt. Als nächstes benötigst du nochmal dein Filz-Schultergurt und dein Outdoor-Schultergurt. Hier habe ich jetzt mein Filz-Schultergurt hier so hingelegt, dass hier unten der Mesh einmal komplett rüber geht und hier oben liegt die Seite, die wir umgeklappt haben. Das ist jetzt die Seite, die oben liegt, und hier meine untere Seite ist die Seite, wo die Nahtkanten aufeinandertreffen. Also diese Seite ist, die oben lag beim Nähen. Diese Seite lege ich dann jetzt hier drauf. Und jetzt vernähen wir mit einem groben Zickzackstich einmal die Kante, also hier und einmal hier. Denn wenn wir einen Geradstich nehmen würden, dann kann es passieren, dass die Kanten nach einer Zeit beim Tragen sich dann, dass sie dann so sich auseinanderrollen. Das sieht natürlich nicht schön aus. Deshalb verwenden wir hier einen groben Zickzackstich. Meine Zickzack-Einstellungen sind jetzt einmal die Stichbreite, die beträgt bei mir 5,5 mm und die Stichlänge beträgt bei mir 4,6 mm. Also wie schon gesagt, nähen wir jetzt hier knapp am Rand mit einem Zickzackstich einmal fest. Das gleiche machst du natürlich auch nochmal mit dem anderen Schultergurt. So, beim Nähen ist es auch mir passiert, dass das Filz ein wenig verrutscht ist, da das ja auch so leicht dehnbar ist mit dem Mesh. Deshalb schaut es bei mir auch ein bisschen hier unten rauf. Das ist gar kein Problem, das schneidest du einfach ab, denn die Länge von dem Outdoor-Stoff, die ist uns sehr wichtig. Also das heißt, dieses Stückchen oben kannst du einfach abschneiden. So, wenn du die Schultergurte jetzt miteinander vernäht hast, dann benötigst du einmal ein Gurtband. Das hier ist jetzt ca. 2,5 cm breit. Hier, das legst du dann jetzt einfach mittig auf den Schultergurt drauf. Hier Kante an Kante. Und misst einmal bis nach unten und schneidest dann genau an der Kante hier ab. Und da wir das natürlich zweimal benötigen, nehme ich nochmal das gleiche Gurtband, was ich abgeschnitten habe, und verwende das sozusagen als Vorlage. Und schneide dann auch hier unten ab. So, jetzt lege ich das Gurtband mittig auf diese Mittelnaht hier drauf. Und damit das auch nicht verrutscht beim Nähen oder so, fixiere ich das jetzt auch einfach mit Stecknadeln einmal fest. Wenn du das Gurtband jetzt fixiert hast, dann vernähen wir einmal das Gurtband, also hier knapp an dieser Lanke, knapp an dieser Kante entlang und natürlich auch auf der anderen Seite. Einmal hier knapp entlang.
Hier verwende ich einen ganz normalen Geradstich. Du kannst natürlich auch, wenn du möchtest, mit einem Zickzackstich hier entlang nähen. Und das gleiche machst du natürlich auch nochmal mit dem anderen Gurtband. Jetzt, wo die Schulterpolster fast fertig sind, benötigst du nur noch einmal Nahtband. Das hier ist ca. 2,5 cm breit. Und das brauchen wir nämlich, damit wir am Ende diese Naht schön verdecken. Hierfür nimmst du jetzt dein Gurtband, legst das schön an der Kante hier dran. Und dann gehst du einmal hier rüber und schneidest dann hier ab, also dass das genau diese Breite hat. So, damit das jetzt nicht ausfranst, wie man jetzt schon hier sieht, dann schneidest du das einfach ab. Und jetzt flambieren wir das einfach mit einem Feuerzeug, denn so verhindern wir, dass das später ausfranst. So, wenn du das jetzt gemacht hast, dann nimmst du dir ein Gurtband und es ist jetzt egal, ob du jetzt diese Kante hier unten nimmst oder hier oben. Auf dem Nahtband sieht man hier diese Mittelnaht. Das ist genau die Kante, also wenn du das halt umschlägst, das ist genau die Bruchkante von diesem Nahtband. Und genau die Kante liegt dann genau hier drin. Das heißt, wenn wir das dann da drum klappen, muss diese Mittelnaht von dem Nahtband genau hier oben sein. So, damit wir das auch hinkriegen, lege ich das Nahtband einmal hin und lege das so hin, dass diese Mittellinie genau hier an der Kante ist. Dann fixiere ich das mit Stecknadeln, soweit es natürlich funktioniert, da das Ganze jetzt natürlich sehr dick ist schon. So, wenn ich das jetzt fixiert habe, dann nähst du hier einmal knapp am Rand entlang. Hierfür verwende ich auch einen normalen Geradstich. So, also eine Seite ist jetzt schon mal festgenäht, dann klappst du das Ganze, den Rest einfach hier um. Das fixiere ich auch ein wenig mit Stecknadeln. Und nähe dann auch hier knapp am Rand entlang einmal fest. Und das machst du natürlich jetzt auch nochmal mit dem anderen Schulterpolster. Nun kommen wir zu dem Tragegriff. Wir verwenden hierfür dann den Autostoff. Du kannst natürlich auch ein Gurtband verwenden für oben als Tragegriff, also das ist dir überlassen. Ich zeige dir jetzt, wie man den Tragegurt vernäht. Und zwar legst du den hier ganz einfach links auf links einmal um. Und nähst dann hier knapp am Rand einmal feste mit einem Geradstich. So, wenn du jetzt den Tragegurt einmal hier vernäht hast, dann klappen, dann bzw. drücken wir die Naht einfach so einmal herunter, dass sie mittig liegt. Denn jetzt nähen wir über diese Naht nochmal mit einem Zickzackstich drüber, sodass der Tragegurt auch schön in dieser Position dann liegen bleibt. Also bei meinem Zickzackstich ist die Stichbreite, beträgt hier 4 mm und die Stichlänge 3 mm. So, als nächstes benötigst du einmal das Rückenteil und das Schnittmuster, dann aus Kunstleder die Blende für den Rücken. Denn jetzt legen wir die längere Kante von der Blende an dieser Kante.
Also wir legen das Ganze jetzt rechts auf rechts. Also das ist jetzt die rechte Seite von dem Rücken. Und das ist natürlich die rechte Seite von Kunstleder. Denn auf der anderen Seite sieht man dieses Stoffgewebe. So, dann legen wir das auf die Linie einmal drauf. Und dann legen wir das ein bisschen höher, denn wir müssen ja dann noch drüber nähen mit der Nahtzugabe. Also schieben wir das noch ca. 7 mm über diese Naht hinaus. Dass das auch schön bündig hier an den Kanten dran liegt. Da wir hier jetzt mit Kunstleder arbeiten, benötigen wir natürlich jetzt Stoffklammern, da Stecknadel ja Löcher hinterlassen. So, dann ziehen wir das Schnittmuster einmal weg. Aber hier nähen wir ja gleich mit einer Nahtzugabe von 7 mm drüber. Das heißt, es kann jetzt natürlich passieren, wenn wir das jetzt nicht feststecken, beim Nähen würde das dann verrutschen. Deshalb stecke ich hier ganz nah an der Nahtzugabe einmal Stecknadeln. So, wie du siehst, habe ich das wirklich die Stecknadeln ganz knapp nur hier fixiert. Denn jetzt nehmen wir diese Kante mit einer Nahtzugabe von 7 mm fest und hierfür verwende ich auch einen normalen Geradstich. So, wenn du die Blende jetzt hier oben festgenäht hast, dann benötigst du jetzt einmal nochmal dein Traggurt und nochmal das Schnittmusterblende für Rücken. Hier klappst du einfach an dieser gestrichelten Linie das Schnittmuster einmal um. Dann legst du diese Kante hier oben mittig auf dieser Kante. So ungefähr. Und hier siehst du die Markierungen. Das ist nämlich hier für den Tragegriff. So, dann nehmen wir unseren Tragegriff. Hier unten ist ja die Naht, die wir genäht haben. Also die lege ich jetzt nach unten, sodass ich hier oben nur die Zickzackstiche sehe. Dann tue ich dann den Gurt natürlich hier genau und diese Markierungen und fixiere das dann jetzt mit Stecknadeln. So, wenn du das jetzt gemacht hast, dann benötigst du jetzt die Schultergurte beide. Du lässt das Schnittmuster so liegen und hier auf dem Schnittmuster erkennst du jetzt die Markierungen, wo die Schulternähte liegen sollen. Das heißt, du nimmst hier einen Schultergurt, hier oben hast du ja das Nahtband und hier unten nicht die Kante, wo kein Nahtband ist, legst du jetzt an diese Kante ran. Du legst das Schnittmuster jetzt so. Also legst das Schulterpolster jetzt so hin, dass diese Linie gleich ist mit die auf dem Schnittmuster hier. Also dass die gleich folgen, genauso wie diese Kante, diese Linie hier, dass sie gleich zu dem Schulterpolster liegt. So, dann fixieren wir das jetzt auch einmal mit Stecknadeln. Gleich machen wir es natürlich auch mit dem anderen Gurt, also an den Linien dranlegen, dass das bündig ist und fixieren. So, wenn du das jetzt fixiert hast, dann vernähen wir das Ganze einmal. Also wir nähen jetzt einmal hier entlang und einmal hier entlang, sodass die auf jeden Fall schon mal feste sind. Hierfür verwende ich natürlich auch wieder einen ganz einfachen Geradstich. So, nachdem du die Gurte jetzt schon mal hier fixiert hast, also beziehungsweise drüber genäht hast, machen wir jetzt nochmal ein X hier drauf, damit die Gurte auch richtig viel Last aushalten. Dafür klappen wir hier einfach mal die Blende bis zu dieser Kante hier einmal um.
So, dann klappen wir die ganze Blende einmal um. Und dann nimmst du dir irgendwas Gerades. Also ich nehme jetzt hier ein einfaches Lineal und halte das dann hier oben an der Kante fest. Lass die Blende wieder los. Und in diesem Bereich zeichne ich mir jetzt ein X und mache hier oben dann nochmal einen Streifen, dass ich hier auch nochmal nähe. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch. Ein X und hier oben einen Streifen. So, und jetzt nähe ich einfach die eingezeichneten Linien einmal nach. Hierfür verwende ich natürlich auch einen ganz normalen Geradstich. So, nachdem du jetzt die Kreuze hier reingenäht hast, klappst du die Blende so wie eben nochmal um, also diese Leiste hier oben, einfach nochmal umklappen. Nur jetzt fixieren wir die direkt einmal mit Stoffklammern. So, wenn du das jetzt so fixiert hast, dann klappen wir die ganze Blende einmal um, nach hier oben, und fixieren die dann hier an den Seiten. So, und jetzt nähen wir einmal mit einem Geradstich hier oben entlang. Dafür findest du natürlich auch eine längere Stichlänge, und zwar eine Stichlänge von 3,5 mm. Wenn du das jetzt hier oben vernäht hast, dann nähen wir nochmal eine Naht hier drunter und hier unten an der Kante nähen wir auch nochmal drüber. So, nee, jetzt nähen wir die Gurte, die hier unten rankommen. Und zwar habe ich hier jetzt eine Länge von 60 cm genommen. Also meine Gurtbänder haben eine Länge von jeweils 60 cm. Denn wenn die Schnallen später drankommen, dann kannst du natürlich immer noch was abschneiden, was dann zu viel ist. Deshalb habe ich jetzt vorsichtshalber mal eine Länge von 60 cm genommen, was auf jeden Fall reichen wird. So, dann benötigst du die zwei Haltegurte bzw. Tragegurte. Dann klappen wir diese obere Kante einmal um bis zu dieser Spitze. Das heißt, wir klappen die einmal so um. So. Das fixieren wir dann jetzt mit Stecknadeln, also bzw. den Anfang, damit das nicht wieder direkt aufklappt. So, und die andere Seite. So, dann nehmen wir ein Gurtband und nochmal hier unsere Halterung. Dann klappen wir die einmal um. Und jetzt legen wir ein Ende von dem Gurtband circa 1 cm hier rein und legen das genau hier bis, also du drückst das so weit dagegen, dass es nicht mehr weitergeht. So, und dann fixieren wir das jetzt einmal richtig, also alle Lagen. Was dann so aussieht. Denn jetzt nähen wir knapp am Rand entlang einmal hier entlang. Und hier nehme ich auch wieder einen Geradstich und eine Stichlänge von 2,5 mm. Und das gleiche machst du natürlich auch nochmal mit dem anderen Gurtband.
Nun fixieren wir die gerade Gurtbänder auf das Rückenteil und vernähen das Ganze. Hierfür benötigst du natürlich dein Rückenteil, was hier mit der rechten Seite nach oben liegt. Dann legst du das Schnittmuster mittig auf das Schnittmuster drauf. Dann benötigst du ein Gurtband mit dem Halter da dran. Und jetzt musst du darauf schauen, dass die offene Seite so jetzt liegt und die Naht, also du legst das Ganze dann mit der offenen Seite an dieser Kante hier ran. Also hier sind auch Markierungen, wo du dich dran orientieren kannst natürlich. Dann legst du diese da dran. Und jetzt musst du natürlich wirklich nur darauf achten, dass das Gurtband dann so jetzt nach oben liegt. Also nicht, dass du das jetzt so hinlegst, dass das Gurtband nach unten zeigt. Also darauf achten, dass das Gurtband nach oben liegt. So, dann kannst du das Schnittmuster wieder wegziehen. Und dann fixierst du das jetzt hier dran. Und dann vernähen wir das Ganze mit einem normalen Geradstich und mit einer Stichlänge von 2,5 mm. Ah ja, und natürlich verwendest du hier eine Nahtzugabe von 7 mm. So, und das gleiche machst du natürlich auch nochmal mit der anderen Seite. So, als nächstes benötigst du einmal das Schnittmuster Innentasche und natürlich der dazugehörige Futterstoff, denn jetzt legen wir das Schnittmuster auf den Futterstoff drauf und jetzt schneiden wir diese Markierungen hier einmal ein, denn hier wird später hier nähen wir gleich den Reißverschluss ein. Deshalb nehmen wir jetzt ganz einfach ein Lineal und einen Rollschneider und schneiden die Markierungen einmal durch. So, also wenn das Schnittmuster jetzt wegnimmst, dann hast du jetzt hier die Markierung eingeschnitten sozusagen. Denn jetzt kommen wir zum nächsten Schritt und das ist, dass wir den Reißverschluss da dran nähen. So, als nächstes benötigst du einen Endlos-Reißverschluss. Und zwar ist es jetzt nur wichtig beim Kauf, dass du darauf achtest, dass die Zähnchen 5 mm breit sind. Es gibt auch Reißverschlüsse, die 3,5 betragen. Also beim Kauf darauf achten, dass die 5 mm breit sind. Und wenn du einen Endlos-Reißverschluss kaufst, musst du natürlich auch auf die Zipper darauf achten, dass die Zipper die passende Größe für den Reißverschluss haben. So, wenn du das jetzt alles beisammen hast, benötigst du nochmal dein Innenfutter-Schnittmuster. Und jetzt legen wir den Reißverschluss an diese Markierung, also wo wir angefangen haben zu schneiden. Kannst du ruhig 5 mm breiter, also länger dran legen. Und dann gehst du hier rüber und lässt hier auch circa 5 mm mehr Platz. Also das heißt, du schneidest dann an dieser Stelle hier ab. So, dann hast du jetzt das Stückchen jetzt abgeschnitten und als nächstes fädelst du jetzt den Zipper auf den Reißverschluss drauf. Also habe ich jetzt herausgefunden, dass ganz einfach ist, wenn ich den Reißverschluss ein wenig öffne, also circa 1 cm, dann nehme ich den Zipper und zwar lege ich den jetzt so hin, dass der Bogen als erstes darauf geschoben wird, also nicht die gerade Kante. Das würde nicht funktionieren. Deshalb nehmen wir die runde Öffnung. Und dann fädle ich einfach eine Seite schon mal rein, bis dieses Metallstückchen dann hier kommt. Und dann nehme ich die andere Hälfte und fädle die genauso weit ein. Und dann nehme ich hier beide Seiten und drücke hier oben den Zipper rein. Natürlich muss ich jetzt darauf achten, dass beide Seiten relativ gleich hoch sind. Und dann friemel ich den da rein. Und dann ist er jetzt auch schon drin.
So, damit die Enden hier nicht, also wie du schon siehst, fransen die hier aus. Deshalb schneide ich die ab und flambiere das auch hier wieder ein bisschen mit dem Feuerzeug, dass das nicht immer wieder weiter ausfranst. So, wenn du das jetzt gemacht hast, dann bügeln wir hier bei dem Innenfutter diese Seiten hier, klappen wir dann noch einmal um, also beziehungsweise bügeln wir das Ganze und bügeln so weit um, dass gerade so die Zipper, diese Zipperfläche hier rausschaut. So, so. Dass es dann hinterher halt so aussieht. Und so weit bügelst du dann jetzt einfach das Innenfutter einmal um. So, wenn du die Innentasche jetzt hier einmal umgebügelt hast, dann legen wir den Reißverschluss mittig da drauf. Und achte natürlich jetzt beim Umlegen, also beim Drauflegen, dass die Seiten hier auch schön umgeklappt sind. Dann gucke ich auch nochmal von der anderen Seite, ob das gut aussieht. Jo, sieht gut aus. Dann drehst du das wieder um. Und da wir hier ja das jetzt nicht mit Stecknadeln fixieren können, denn also wir finden hier so ein Wachstuch, das würde wieder Löcher entstehen. Deshalb klebe ich den Reißverschluss einfach mit Klebeband an das Wachstuch da dran. Jetzt ist das so wenig fixiert. Und jetzt nähst du einmal hier komplett drumherum. Hier verwende ich einen normalen Geradstich und da wir jetzt mit Reißverschluss nähen, verwende ich hier bei meiner Nähmaschine einen Reißverschlussfuß. Und wenn du jetzt hier an dem Zipper angelangt bist, um den ganz einfach hier an das Füßchen herbeizuführen, hebst du einfach dein Nähfüßchen an und ziehst den Zipper einfach ran vorbei. Und nähst dann natürlich ganz normal weiter. Also, wenn du den Reißverschluss jetzt an die Innentasche rangenäht hast, dann bügeln wir noch einmal und zwar hier oben die Kante. Legen wir um 1 cm nach innen und bügeln nach. Und die untere Kante wird auch um 1 cm umgeklappt und gebügelt. So, nachdem du die Innentasche jetzt umgebügelt hast, dann benötigst du nochmal dein Rückenschnittmuster. Denn hier haben wir unsere Markierung, wo die Innentasche genau hinfixiert wird. Und das schneiden wir jetzt einmal aus. Wenn du das jetzt ausgeschnitten hast, dann benötigst du jetzt den passenden Futterstoff hierfür. Und dann legst du das Schnittmuster mittig da drauf. Und jetzt benötigst du natürlich nochmal deine Innentasche und legst die hier drauf. Also auch mittig, also dass hier oben und hier unten gleich viel Platz ist. Und da wir natürlich nicht fixieren können, mache ich auch einfach hier ein paar Klebestreifen zum Fixieren. So, und nun nehmen wir das Ganze natürlich auch zusammen. Hier nähst du knapp am Rand entlang, einmal hier und einmal hier. Und hier musst du natürlich auch darauf achten, dass du nicht auf das Klebeband drüber nähst, denn das ist ein bisschen schwierig abzumachen. Deshalb, bevor das Nähfüßchen kommt, schnell das Klebeband dann abziehen. So, nun benötigst du nochmal das Nahtband. Das vernähen wir denn jetzt einmal hier an den Seiten, also hier links und einmal rechts.
Und dann kommen da nämlich so kleine Schlaufen dran mit Karabinerhaken und so, dass du da Kleinteile halt aufhängen kannst. Bevor wir das jetzt natürlich machen, die Karabiner und so weiter aufhängen, schneiden wir das zuerst einmal zu. Also hier nehme ich circa, dass ich einen Zentimeter hier oben Platz habe und auch hier unten. Das heißt, ich schneide dann hier circa ab. Und diese Länge nehme ich nochmal dann natürlich für die andere Seite. Und damit das hier natürlich nicht wieder ausfranst, nehme ich auch wieder mein Feuerzeug und flambiere das ein bisschen. So, dann lege ich das so darauf, dass die Abstände hier oben und hier unten relativ gleich sind. Und hier kann ich natürlich jetzt mit Stecknadeln das fixieren, da man die Löcher ja hier durch diesen Nahtband nicht sieht. So, und jetzt nähe ich einmal komplett hier knapp am Rand entlang. Einmal hier, hier, hier und hier entlang. Hierfür verwende ich auch den normalen Geradstich und eine Stichlänge von 2,5 mm. Und das gleiche mache ich natürlich auch mit dieser Seite. So, nachdem du jetzt die Nahtbänder hier dran festgenäht hast, benötigst du jetzt ein D-Ring und nochmal das Nahtband. Denn hier kannst du anschließend deinen ganzen Klimbim dranhängen. Und das, für das Nahtband, also von dem Nahtband her, benötigst du jetzt circa 6 cm. Das heißt, du legst das einmal hier rum, schaust, dass du auch genügend Platz hier hast zum Vernähen später und schneidest das dann ab. Und natürlich werden die Enden auch wieder flambiert. So, dann legst du die Enden jetzt hier aufeinander. Und dann suchst du dir jetzt eine Position aus, wo du denkst, okay, an dieser Stelle möchte ich zum Beispiel immer meinen Schlüssel hängen. Ich sage jetzt einfach, ich möchte meinen Schlüssel dann immer hier hängen haben. Und dann nähst du einfach einmal hier ein paar Mal hin und her, dass das richtig gut sitzt. Hierfür verwende ich den normalen Geradstich und eine Stichlänge von 2,5 mm. So, ich habe jetzt nur ein D-Ring da dran gemacht. Wenn du natürlich noch mehr Sachen hier dran hängen möchtest, dann nimmst du einfach mehrere D-Ringe und machst so viele, also nicht so viele dran, wie du hier möchtest. So, nun benötigst du nochmal dein gerade genähtes Innenfutterteil und das Außenrucksackteil. Denn jetzt legen wir diese Teile links aufeinander. Also nicht rechts auf rechts, sondern links auf links. Und dann nähen wir mit einer Nahtzugabe von 7 mm einmal von dieser Kante hier unten einmal rum bis zu dieser Kante. Das heißt, hier unten bleibt offen, also hier vernähen wir nicht. Und du benötigst eine Stichlänge von 3,5 mm. Und beim Nähen musst du natürlich jetzt darauf achten, dass du die Gurte hier nicht aus Versehen mit da dran nähst, also die hier. Und auf jeden Fall darauf achten, dass du die auch nicht hier mit da dran nähst. So, in meiner nächsten Rucksack-Innenwand möchte ich mir gerne eine Handytasche reinnähen. Wenn du sagst, nee, ich will in allen vier Wänden diese Innentasche haben, dann gehst du wie folgt natürlich, also du machst dann diese Innentasche natürlich in den drei weiteren Wänden rein. Aber ich zeige dir jetzt auch, wie man eine Innentasche in eine Rucksack-Innenwand näht. So, hierfür vernähen wir als erstes die obere Kante, also hierfür legen wir die circa 1 cm um und nähen dann von hier außen knapp am Rand einmal drüber. Hierfür verwende ich auch wieder einen Geradstich und eine Stichlänge von 3 mm.
So, wenn du das jetzt hier oben zugenäht hast, dann klappen wir den unteren Teil auch circa um 1 cm nach innen. Aber das fixieren wir zuerst einmal mit Stoffklammern. Denn jetzt suchen wir uns eine Position aus. Jetzt suche ich mir eine Position aus, wo ich diese Handytasche haben möchte. Und zwar nehme ich die Handytasche recht mittig auf die Tasche. Und jetzt vernähe ich einmal hier unten den Steg. Hierfür verwende ich natürlich auch wieder einen Grabstich und eine Stichlänge von 3 mm. So, damit mir das jetzt unter dem Nähfüßchen nicht hin und her rutscht und am Ende die Tasche schief drauf genäht ist, fixiere ich hier auch wieder mit Klebeband. So, dann mache ich das Klebeband wieder ab. So, jetzt nehme ich auch wieder mein Nahtband und vernähe das hier links und rechts, wie ich das hier bei der Innentasche gemacht habe. So, wenn du auch hier diese D-Ringe mit einnähen möchtest und noch vielleicht weitere Karabinerhaken oder andere D-Ringe, dann empfehle ich dir, das jetzt zu machen, denn wenn du das später machen möchtest, dann das werden halt zu viele Lagen, da kommt noch Schaumstoff dazwischen, dann würde das natürlich nicht mehr funktionieren. Deshalb, wenn du hier noch was drauf nähen möchtest, auf diesen Innenfuttertaschen, dann empfehle ich dir, das jetzt zu machen. Als nächstes benötigst du einmal das Fronttaschenschnittmuster und natürlich den passenden Stoff dazu. Also hier habe ich Kunstleder verwendet. Wenn du das Schnittmuster hier draufgelegt hast, dann achtest du natürlich jetzt, dass das hier alles schön aufeinander liegt. Und dann schneidest du mit einem Rollschneider oder mit einem Cutter einmal die Markierung hier aus. Also so, dass das dann hinterher so aussieht. Wenn du das jetzt gemacht hast, dann drehst du das Schnittmuster einmal um. Dann benötigst du jetzt nochmal deinen Endlos-Reißverschluss und legst den auch hier. Dann geh drauf, dann lässt du hier auch wieder 5 mm Platz links und rechts und schneidest den ab. Dann fädelst du auch hier den Zipper schon mal drauf. Und damit er hier natürlich auch nicht ausfranst, flambieren wir das hier auch nochmal. So, und jetzt musst du darauf achten, dass der Zipper hier in der Mitte liegt, denn wir legen den Reißverschluss mit den Zacken hier jetzt einmal so hier drauf. Und dann wir nähen das Ganze jetzt einmal komplett hier außen einmal drumherum. Also hier musst du natürlich jetzt nicht darauf achten, dass du hier irgendwas umklappen musst, sondern du nähst einfach hier außen einmal komplett drumherum. Um das hier dran zu nähen, verwende ich einen ganz normalen Geradstich, eine Stichlänge von 3,5 mm und natürlich habe ich in der Nähmaschine wieder mein Reißverschlussfüßchen drin. So, nachdem du den Reißverschluss jetzt vernäht hast, benötigst du einmal deine Reißverschlussblende. Diese legst du jetzt einmal zur Hälfte um, also rechts auf rechts. Und dann vernähst du diese Seite und diese Seite mit einer Nahtzugabe von 7 mm und mit einer Stichlänge von 3 mm einmal zu. So, wenn du das jetzt gemacht hast, dann schneiden wir einmal die obere Kante hier ab, also hier ist jetzt die offene Seite und wir schneiden jetzt hier oben die Kanten einmal ab, also beziehungsweise die Ecken. Auf der anderen Seite natürlich auch. Denn das machen wir deshalb, weil wir das jetzt umstülpen, damit die Kanten hier einfach besser rauskommen. Dann gehe ich mit der
Schere leicht da rein und drück die Kante noch schön raus. So, dann drücke ich das Ganze noch einmal ein wenig flach. Und jetzt markiere ich mir die Mitte von dieser Blende. Also ich lege das dann jetzt einmal um zur Mitte und mache mir hier in der Mitte einen ganz kleinen Clips rein. Also ich schneide das nur minimal ein. Dann nehme ich mir den Reißverschluss hier wieder und markiere mir hier auch die Mitte. Also ich schaue, wie lang der Reißverschluss ist. Und markiere mir dann hier oben die Mitte. Dann lege ich die Markierungen aufeinander. Also hier ist jetzt meine offene Öffnung. Lege die aufeinander. Und dann fixiere ich das einmal mit Stecknadeln fest, weil hier ist ja eh die Nahtzugabe. Das wird dann später umgeklappt. Wie schon gesagt, dann fixierst du das jetzt einmal mit Stecknadeln. So, und dann vernähst du das Ganze von dieser Kante hier einmal runter bis hierhin mit einer Nahtzugabe von 7 mm und einer Stichlänge von 2,5 mm. So, und dann sieht das jetzt so aus. Dann klappst du das Teil jetzt einfach nach unten und fixierst hier auch nochmal mit Stecknadeln, damit das jetzt beim Vernähen nicht wieder verrutscht. Und dann gehst du hier knapp am Rand entlang, einmal von hier oben. Du kannst jetzt natürlich so aussuchen, ob du jetzt bis zur Hälfte nur nähen möchtest, also dann geht der Zipper. Dann kann man sehr leicht natürlich an den Zipper ran, weil man die Hälfte ja mit aufklappen kann. Wenn du sagst, nee, ich möchte mal, dass man nicht ganz so einfach an den Zipper rankommt, dann kannst du natürlich von oben nach unten komplett zumachen. So kannst du dann den Reißverschluss beim Verschließen dann richtig schön da reindrücken. Also dann kommt man nicht so einfach dann da dran. So, und jetzt nehmen wir noch einmal hier oben knapp am Rand auch nochmal entlang. So, nun setzen wir uns noch an den Kanten Markierungen, damit wir gleich wissen, bis wohin wir nähen müssen. Hierfür verwende ich jetzt einen ganz normalen Stift. Und setze dann jetzt die Markierungen und zwar 1 cm von der Kante hier oben. Also hier ist die lange Kante, dann setze die Markierung 1 cm nach unten. Das gleiche machst du auch hier. Und natürlich auch mit den anderen Kanten. So, denn wenn du jetzt eine Seite hier aufeinander legst, also rechts auf rechts, dann musst du jetzt mit einem normalen Geradstich und einer Stichlänge von 3 mm nähst du dann, und mit einer Nahtzugabe von 7 mm, nähst du jetzt von dieser Kante einmal bis zur Markierung. Das heißt, du nähst nicht komplett durch, sondern hältst hier an der Markierung und fährst da mit der Nähmaschine wieder vor und zurück. Also so, dass du dann hier das Ende dann später umklappen kannst. Und das machst du natürlich auch mit den anderen Dreiecken. Wunder dich nicht, wenn du im nächsten Schritt, also wenn wir die Tasche hier dran nähen, diese Regenabdeckung noch nicht siehst. Das ist, weil wir uns spontan umentschieden haben und uns gedacht haben, doch, wir machen hier vorne an der kleinen Tasche auch ein Regenverdeck dran. So, nachdem du jetzt die Tasche hier so vernäht hast, dann müssen wir uns auf dem Schnittmuster markieren, wo die Tasche hin soll. Dafür benötigst du nochmal das Schnittmuster hier und dann schneidest du
diese Markierungen einmal aus, denn das ist die Markierung, wo die Tasche später hin soll. So, wenn du das jetzt ausgeschnitten hast, dann benötigst du natürlich jetzt das Rückenteil, beziehungsweise das, was vorne ist beim Rucksack. Dann legst du das Schnittmuster da drauf. Dann nimmst du die Tasche und machst am besten hier unten an dieser Kante mittig von der Tasche eine Markierung. Hier auf dem Schnittmuster ist hier unten auch eine Markierung, also dass es hier auch die Mitte ist. Und dann markierst du die jetzt auf dem Schnittmuster hier oben die Mitte, dass wir das dann besser einschätzen können, wo die Mitte ist. Also machen wir uns einfach hier die Mitte nochmal. Legen wir das da drauf. Und legen das dann jetzt Mitte, also dass die Striche aneinander liegen. Und dann nehme ich das Schnittmuster, ziehe ich das ein bisschen runter und markiere mir dann. Du kannst natürlich einen wasserlöslichen Stift nehmen oder so. Dann markierst du dir einfach ein paar Pünktchen, dass die Tasche hier hin muss. So. Denn jetzt nehmen wir zuerst eine Seite nun mal fest. Das heißt, du legst die Tasche jetzt beim Nähen, hast jetzt die Mitte markiert, legst die Mitte da drauf. Und dann nähst du jetzt zuerst eine Seite, das heißt die untere Seite, nähst du jetzt zuerst einmal feste. Beim Nähen musst du jetzt nur darauf achten, dass diese umgeklappte Seite hier dann so festgenäht wird. Weil du musst darauf achten, dass die dann jetzt umgelegt werden beim Nähen und dann hier so liegen. Dann nähst du zuerst eine Seite fest, weil dann ist die Tasche schon mal an einer Seite befestigt. Dann ist es auch einfacher, die nachfolgenden Seiten dann auch zu vernähen. Hier nähst du auch mit einer Nahtzugabe von ca. 7 mm, mit einem Geradstich, mit einer Stichlänge von 3,5 mm. So, dass das dann so aussieht, und das machst du natürlich auch nochmal mit den anderen drei Kanten. Jetzt benötigst du einmal dein Flaschenhalter-Schnittmuster und klappst die längere Seite einmal um 2 cm nach innen. So, und dann benötigst du jetzt ein Gummiband und einmal das Zwischenteil Bodenschnittmuster. Und jetzt misst du einmal diese Strecke hier aus, also nimmst dein Gummiband, legst das hier ran und misst aus, wie breit das ist, und dann schneidest du dann halt hier ab. Und dann legst du das hier an dieser Knickstelle, legst du das Gummiband jetzt rein. Und dann kannst du das natürlich hier einmal mit einer Stecknadel fixieren. Und auch auf der anderen Seite. So, dann klappst du das wieder zurück und nähst dann hier, natürlich fluppt das jetzt ein bisschen zurück wegen dem Gummiband, ist aber nicht schlimm. Und dann nähst du jetzt einmal hier knapp am Rand entlang. Hier verwende ich einen Geradstich und eine Stichlänge von 2,5 mm. Und jetzt beim Nähen musst du natürlich darauf achten, dass du das Gummiband nicht mit vernähst. Jetzt benötigst du nochmal hier den Zwischenteil und das Schnittmuster. Und hier auf dem Schnittmuster erkennt man eine Markierung. Und die zeichnest du jetzt hier auf diesen Zwischenteil ein. Also hier habe ich dann einfach hier links und rechts mir die Markierung markiert. Und jetzt benötigst du nämlich nochmal deinen Flaschenhalter. Und hier markierst du natürlich erstmal die Mitte.
dann hier zwischen diesen Markierungen markierst du dir auch die Mitte. So, wenn du dir jetzt die Markierung gesetzt hast, dann setzt du diese Kante hier auf deine Markierung. Dann fixierst du das mit Stecknadeln. Hier und einmal hier. Das gleiche auch auf der anderen Seite, also auf die Markierung legen. Und fixieren mit Stecknadeln. So, jetzt haben wir natürlich diese Wölbung hier oben und wie du schon siehst, macht die schon die richtige Form. Nur wir müssen jetzt das mit den Zeigefingern, dass die so aneinander treffen hier unten. Und den Teil drücken wir einfach nach unten und richten das dann hier unten noch ein bisschen, damit das dann schön aussieht. Also dass das von unten dann so aussieht. Und das fixieren wir jetzt auch einmal mit Stecknadeln. Und jetzt nähst du hier mit einem Geradstich und eine Stichlänge von 3 mm einmal mit einer Nahtzugabe von 7 mm fest. So, nachdem du jetzt hier unten das festgenäht hast, vernähen wir auch noch diese Seite. Die kannst du auch knapp am Rand entlang nähen, denn die Seiten werden später eh umgeklappt und das machen wir jetzt natürlich auch auf der anderen Seite. So, da man von außen die Kante hier unten später noch sehen würde, nähen wir hier auch wieder unser beliebtes Nahtband einfach drüber. Also nimmst einfach dein Nahtbändchen, legst das hier drüber, schaust, wie breit das sein muss. Dann flambieren wir natürlich die Enden wieder und vernähen dann das einfach so daran. So, nun benötigst du auch das zweite Zwischenteilschnittmuster, also von dem Schnittmuster hier, wo hier unten Bodenteil steht. Dann legst du das mit dem rechts auf rechts und vernähst dann hier unten mit einer Nahtzugabe von 7 mm einmal fest und eine Stichlänge von 3 mm. So, nun kommen wir zum Zusammennähen von diesen einzelnen Zwischenfächern. Hierfür nimmst du natürlich jetzt, also ich nehme jetzt hier meine beiden Futterteile, diese lege ich links auf links. Und dann vernähe ich einmal hier drumherum mit einer Nahtzugabe von 7 mm und mit einer Stichlänge von 3 mm. So, und natürlich darfst du nicht vergessen, die untere Kante hier offen zu lassen. Und das gleiche machen wir natürlich auch nochmal mit dem Rucksack, was vorne ist. Und natürlich auch hier mit dem Innenfutter, also links auf links nähen, legen und einmal drumherum nähen. So, nun benötigst du einmal das Teil, was zwischen dem Rücken und zwischen dem Vorderteil ist, also was halt letztendlich in der Mitte von dem Rucksack ist. Und dann benötigst du einmal das Schaumstoff und das stecken wir jetzt einmal hier durch.
Als nächstes benötigst du ein Klettband und zwar benötigst du 1,20 Meter Klettband, was 2,5 cm breit ist. Und natürlich benötigst du jetzt nicht die Zähnchenseite, sondern die weiche Seite von dem Reißverschluss. Und dann legst du jetzt den Reißverschluss hier unten dran. Und du legst den jetzt so daran, dass diese Kante gerade so die Naht hier verdeckt. Das heißt so, dass sie auf der anderen Seite natürlich so dann übersteht. Und hierfür verwende ich einen Geradstich und eine Stichlänge von 3 mm. So, wenn du denn das Klettband jetzt hier einmal drum genäht hast, dann wirst du hier unten wahrscheinlich ein Stück übrig haben und das schneidest du ganz einfach ab. Als nächstes benötigst du einmal das Zwischenteil, was du auf das Kunstleder übertragen hast. Dann legen wir das Schnittmuster einmal da drauf. Und hier auf dem Schnittmuster erkennst du, wo später der Reißverschluss hin soll, also dafür die Markierung. Und die schneiden wir jetzt einmal aus. Das heißt, du schneidest hier einmal aus und einmal hier. Und dann legst du das spiegelverkehrt hin und führst das Gleiche dann nochmal hier weiter. Das Praktische, wenn du das natürlich gewendet hast, dann hast du natürlich die Öffnungen schon vorher, weil du natürlich hier schon ausgeschnitten hast. So, wenn du das jetzt die Seite schon eingeschnitten hast, dann klappst du das Schnittmuster einfach um und führst die Linien dann hier einfach weiter. So, wenn du das jetzt ausgeschnitten hast, dann machen wir hier genau das Gleiche, was wir auch mit der kleinen Außentasche gemacht haben. Und zwar nimmst du den Reißverschluss, misst aus, wie viel du benötigst, schiebst den Zipper drauf, dann flambierst du noch die Enden und dann legst du das Schnittmuster einfach hier oben drauf und vernähst einmal komplett rumherum mit einem Geradstich und mit einer Stichlänge von 3,5 mm. Das gleiche machst du natürlich jetzt auch nochmal mit der Öffnung hier unten. Als nächstes benötigst du zweimal die Reißverschlussblende für das Zwischenteil. Hier machst du das genau wie bei dieser kleinen Tasche hier vorne. Also wir legen zuerst die ganze Blende einmal rechts auf rechts. Wir nähen dann hier mit einer Nahtzugabe von 7 mm. Hier und hier. Und nach dem Nähen natürlich wieder die Seiten einschneiden, die Kanten, damit die Ecken beim Wenden auch besser rauskommen. So, wenn du die Blende jetzt fertig genäht hast, dann benötigst du nochmal dein Zwischenteil. Nur jetzt musst du darauf achten, dass du das Zwischenteil richtig hinlegst, denn wir haben hier eine schmale Kante und hier eine breite Kante. Denn hier kommt später das Rückenteil dran und dann natürlich vorne hier das Vorderteil. Und jetzt vernähen wir das wie hier vorne bei dem kleinen Täschchen, wie wir das schon genäht haben. Also knapp über den Reißverschluss hier legen. Das Ganze einmal von Kante bis zur Kante festnähen, umklappen, dann nehmen wir nochmal von außen hier drüber und die Seitenteile verschließen wir dann natürlich. Und das gleiche machst du natürlich auch nochmal hier mit dem anderen Reißverschluss. So, wenn du die Blende jetzt dran genäht hast, dann benötigst du jetzt die andere Seite von dem Klettband, also die Seite, wo die Häkchen drauf sind. Um die Länge jetzt zu ermitteln, legst du das Klettband einfach hier an diese Naht an, ziehst das rüber, bis circa 1 cm hier frei ist, dann schneidest du halt ab. Und jetzt musst du nur darauf achten, dass die Blende richtig liegt. Und zwar haben wir hier unten den breiten Streifen. Und hier oben den schmalen Streifen. Und hier nähen wir unser Klettband drauf.
Das heißt, das Klettband legen wir jetzt mit der Häkchenseite nach unten und legen diese Kante auf diese Kante hier. Dass das so aussieht. Dann nähen wir jetzt knapp an der Kante einmal entlang. Hierfür verwende ich einen Geradstich und eine Stichlänge von 3 mm. Du musst jetzt natürlich darauf achten, dass du das Klettband und den Reißverschluss natürlich jetzt nicht einmal von oben so drüber nähst, sondern dass du jetzt in der Hand nur den Reißverschluss hältst und das Klettband. Und beim Nähen achtest du darauf, dass das Kunstleder nach hinten geklappt ist. Da das hier an der Stelle recht knapp ist zum Vernähen, habe ich die Nadelposition jetzt einfach nach ganz links gestellt. Denn so kann ich das Klettband dann besser unter das Nähfüßchen führen und muss da nicht so hin und her quetschen, das Leder. So, als nächstes benötigst du ein Klettband, was man bügeln kann. Also das Klettband wird auf den Stoff drauf gebügelt. Das bedeutet, dass hier hinten so eine relativ dicke Klebeschicht ist, die dann schmilzt beim Bügeln und dann an dem Stoff hält. Das ist sehr praktisch, denn dann sieht man keine Naht von außen, weil man das halt drauf gebügelt hat. Und das hält echt super auf den Stoffen. Hier benötigst du natürlich auch eine Breite von 2,5 cm. Und jetzt benötigst du das Schnittmuster Zwischenteil für den Boden, also das ist dieses Teil hier, wo der Flaschenhalter dran ist. Ich lege den Flaschenhalter jetzt so hin, dass der später links von dem Rucksack ist. Dann legst du das auf den Tisch hin. Dann nimmst du dein Schnittmuster und legst es hier drauf. Und hier ist dann auch wieder unsere Markierung, wo das Klettband hingebügelt werden soll. Aber als nächstes benötigst du natürlich erstmal die Länge, also beziehungsweise wie viel überhaupt von dem Klettband benötigen. Das legst du dann einfach ca. 7 mm unterhalb, weil hier haben wir ja unsere Nahtzugabe. So, dann einmal rüber. Und hier natürlich auch unsere Nahtzugabe beachten. Dann schneidest du das einfach ab. Und dann bügelst du das natürlich dann hier drauf, wo die Markierung ist. Beim Bügeln würde ich jetzt nur raten, auf das Klettband ein Geschirrtuch oder sowas ähnliches zu legen, damit das Kunstleder nicht allzu sehr strapaziert wird. Und beim Bügeleisen solltest du die Stufe 1 einstellen. So, also wenn jetzt dein Bügeleisen heiß ist, dann legst du halt dein Klettband auf das Kunstleder, wo die Markierung war. Hier habe ich mir einfach Stoffklammern zum Fixieren von dem Klettband hingemacht. Dann benötigst du natürlich ein Geschirrhandtuch, damit das Kunstleder geschont wird beim Bügeln. Und dann legst du es einfach da drauf. Und beim Bügeln musst du jetzt nur darauf achten, dass du nicht wie beim Hemdenbügeln jetzt hin und her bügelst, sondern dass du immer nur an einer Stelle leichten Druck aufübst. Und dann natürlich je nach Anleitung, also bei meiner Anleitung steht jetzt 15 Sekunden das Bügeleisen auf einer Stelle halten und das mache ich jetzt. Also wenn jetzt die 15 Sekunden um sind, dann hebe ich das einfach oben hoch und nähe, also bügel ich dann den nächsten Abschnitt. So, wenn du jetzt hier an dieser Kante angekommen bist, legst du die Nahtzugabe einfach auseinander, damit später nicht so eine dicke Kante da entsteht. Also einfach auseinanderlegen, das Klettband da drauf. Und dann einfach weiter bügeln. So, wenn du jetzt am Ende angekommen bist, dann kannst du natürlich nochmal überprüfen, ob das Klettband gut dran haftet. Ansonsten ein paar Stellen, wie jetzt zum Beispiel hier, bügele ich einfach nochmal drüber, dass es dann auch wirklich hält. So, wenn du das Klettband jetzt verbügelt hast, benötigst du nochmal die Zwischenwand, wo die Handytasche mit drin ist. Und dieses Teil drehst du dann jetzt einmal um. Und du benötigst hier auch nochmal die Flauschseite vom Klettband, also das Klettband wieder zum
aufnähen. So. Dann müssen wir natürlich ermitteln, wie lang das Klettband sein soll. Hierfür gehst du einfach von dieser Naht hier einmal rüber bis zu dieser Naht. So, denn jetzt vernähen wir das Klettband und vernähen so in einem Durchgang auch diese Öffnung. Das heißt, du legst das Klettband hier drauf und beim Vernähen schiebst du das Schaumstoff ein bisschen rein und dann vernähen wir in einem Gang das Klettband und die Öffnung. Hier verwende ich auch einen Geradstich und eine Stichlänge von 3 mm. Als nächstes benötigst du das Rückenteil und hier stecken wir auch das andere Schaumstoffteil einmal herein. So, jetzt müssen wir nur noch ein paar Kleinigkeiten vernähen und die Gurtbänder dran machen, dann sind wir auch schon fast fertig. Und zwar benötigst du jetzt nochmal das Rückenteil, wo du gerade das Schaumstoff hereingetan hast. Hier nähen wir jetzt einmal zu, knapp am Rand. Und hier musst du natürlich jetzt auch darauf achten, dass du das Schaumstoff nicht mit vernähst, sondern das drückst du beim Nähen einfach herein. Hierfür verwende ich natürlich auch wieder meinen Geradstich und eine Stichlänge von 3 mm. Dann benötigst du dein Vorderteil, wo die Tasche dran ist. Und hier nähen wir auch knapp am Rand hier einmal entlang. Und hierfür verwende ich natürlich auch wieder den normalen Geradstich und eine Stichlänge von 3 mm. So, als nächstes benötigst du das Zwischenteil einmal mit dem Flaschenhalter und das Zwischenteil mit den Reißverschlüssen. Und diese legen wir jetzt rechts aufeinander. Beim Auflegen musst du jetzt nur darauf achten, dass hier unten der dicke Balken ist. Und hier ist dann rein theoretisch der schmale Balken und hier auch der dicke Balken. Das heißt, die werden aufeinander gelegt, dass das dann so aussieht. Dann legen wir die aufeinander und jetzt vernähen wir die Seiten zu, das heißt einmal hier und einmal hier. Hier verwenden wir eine Nahtzugabe von 7 mm, einen Geradstich und eine Stichlänge von 3 mm. So, nun kommen wir jetzt zum Zusammennähen von dem Rucksack. Und zwar benötigst du jetzt einmal dein Rückenteil. Das liegt jetzt so, dass die Gurtbänder hier oben sind. Also ich habe die mit den Stoffklammern fixiert, damit die jetzt beim Nähen nicht stören und ich die aus Versehen mit dran nähe. Dann benötigst du das Teil, was du gerade genäht hast, also mit dem Klettband und mit dem Reißverschluss. Und das habe ich, also bei allen Teilen habe ich mir jetzt überall die Mitte markiert, genauso wie bei dem Rückenteil. Jetzt habe ich hier einfach mit dem Stift mir alle Markierungen gesetzt, die du auch auf dem Schnittmuster findest. So, dann legen wir jetzt die breite Blende hier unten. Also hier oben sind die Reißverschlüsse und der breite Teil hier oben legen wir jetzt die Markierung auf Markierung. Und ich fixiere das hier mit Stecknadeln, da das sonst eine Katastrophe ist, das festzunähen, da das halt alles so dick ist. Aber das macht nichts, weil das ja eh, also die Löcher wären eh innerhalb der Nahtzugabe. So, dann fixiere ich das jetzt mit Stecknadeln und lege jetzt zuerst alle Markierungen aufeinander. Hier unten bei dem Teil achtest du, dass die Nahtzugabe auseinander liegt, damit das hinterher nicht so ein dickes Gewurstel da ist.
Und dann fixierst du das einmal komplett rumherum. So, jetzt musst du natürlich bei den Gürteln darauf achten, dass du die auch einmal nach innen legst, damit wir die natürlich nicht festnähen. So, wenn du jetzt alles fertig gesteckt hast, dann vernähen wir das Ganze. Nur hier vernähen wir erstmal einmal knapp am Rand entlang. Und danach nähen wir das Ganze nochmal mit einer Nahtzugabe von 7 mm zusammen. Denn da das hier an den Seiten schon ein bisschen schwieriger ist mit den ganzen Stecknadeln und alles, was da drum ist, deshalb nähen wir zuerst knapp am Rand. So ist der Rucksack dann an sich schon mal feste und so sind auch keine Stecknadeln dann später mehr im Weg. So, hier verwende ich natürlich, also die Nahtzugabe ist hier knapp am Rand einmal entlang und die Stichlänge ist bei mir bei 3 mm. Hier unten beim Nähen achte ich auch darauf, dass die Nahtzugaben überall beim Vernähen auseinander liegen. Also, wenn du jetzt einmal komplett rundherum knapp am Rand entlang genäht hast, nähst du das Ganze jetzt nochmal nur mit einer Nahtzugabe von 7 mm und einer Stichlänge von 3 mm. So, wenn du jetzt das Rückenteil einmal hier drum genäht hast, dann benötigst du jetzt die andere Seite, also die am Ende hinten ist an dem Rucksack und da diese Seite vernähen wir jetzt genauso wie das Rückenteil. Also du markierst dir hier die Mitte von dem Hinterteil und legst diese dann hier auf deine Markierungen, die du von dem Schnittmuster abgezeichnet hast. Und hier ist natürlich, hier unten ist unsere Mitte, das erkennst du ja, weil die Naht hier ist. Das legst du dann rechts auf rechts, also einmal so. Dann markierst, dann legst du die Markierungen auf Markierungen, steckst das alles wieder fest. Und dann vernähen wir das wie das Rückenteil. Das heißt zuerst einmal knapp am Rand entlang und dann nochmal mit einer Nahtzugabe von 7 mm nähst du dann nochmal drumherum. Beim Fixieren musst du jetzt darauf achten, dass du diese Reißverschlussblende nicht fest mit fixierst, denn wenn wir später drüber nähen, dann kann es passieren, dass du diese mit festnähst. Also darauf achten, dass du die umklappst und dann das Vorderteil an den Rucksack fixierst. So, wenn du das jetzt festgenäht hast, da benötigst du nochmal dein Nahtband. Denn das sieht natürlich jetzt ein bisschen unschön aus, wenn man jetzt von innen die Nähte sehen würde. Deshalb legen wir einmal komplett rundherum dieses Nahtband. Also ich mache es ganz einfach. Ich lege das einmal so drauf, nähe das hier fest, dann klappe ich das um und nähe dann halt nochmal beides nochmal von hier oben fest. Und das machst du natürlich einmal komplett rundherum. Und wenn du das dann, wenn du das Nahtband dann hier dran genäht hast, dann machen wir das natürlich auch nochmal mit dieser Seite hier. Hierfür verwende ich natürlich den ganz normalen Geradstich und eine Stichlänge von 3 mm. So, wenn du fast am Ende angelangt bist, also noch das Stückchen, dann schneide ich hier einfach ca. 1 bis 2 cm nach dieser Naht ab. Und dann flämme ich das natürlich auch mit dem Feuerzeug wieder ab, denn sonst würde das später irgendwann so aussehen. Also flambiere ich das ein bisschen. Und nähe dann jetzt einfach komplett einmal hier durch und hier verriegel ich dann natürlich. So, und jetzt klappst du natürlich die andere Seite einmal um, weil die ist natürlich jetzt noch nicht mitvernäht. Also einfach umklappen und dann hier nochmal knapp am Rand noch einmal rundherum. So, und das gleiche machst du natürlich auch nochmal
mit dieser Seite. So, endlich ist das Nahtband an dem Rucksack dran genäht. Jetzt wenden wir den Rucksack einmal auf die rechte Seite. So, wenn du den jetzt gewendet hast, dann benötigst du noch das Zwischenteil, wo wir das Klettband hier dran genäht haben. Und das klettest du natürlich jetzt einfach hier in die Tasche hinein. Und so schnell hat man eine Zwischenwand genäht. Jetzt kommen wir zum Schluss. Und zwar benötigen wir hier vorne ja noch die restlichen Gurtbänder und die Schnallen und so weiter. Und das machen wir jetzt. So, als nächstes benötigst du zwei Schnallen, Steckschnallen. Du kannst natürlich auch ganz einfach so drei Stegringe verwenden. Also darauf musst du natürlich nur achten, dass die auch für Gurtbänder geeignet sind, weil die meistens diese Dreistegringe, die haben dann so kleine Raffungen, dass das Gurtband nicht einfach wieder herausfluppt. Also musst du darauf achten, dass das auch für Gurtbänder sind. So, ich zeige dir jetzt die Variation mit den Steckschnallen. Dafür benötigst du, wie schon gesagt, zwei Stück für den linken Arm, also Durchgang und hier für rechte Seite. So, nun benötigst du eine Schlinge von hier unten, beziehungsweise den Gurtband und die Steckschnalle. Und bei der Steckschnalle erkennt man ganz gut, wo die linke Seite ist. Denn hier haben die zum Beispiel drei Raffungen, dass das Gurtband halt nicht wieder direkt dadurch fluppt. So, dann stecken wir das Gurtband von hinten in die oberste, also hier oben einmal durch. Und dann gehen wir dann einmal von hier oben, einmal dann hier unten durch den Schlitz. Das ist natürlich das gleiche Prinzip, als wenn du mit dem Dreistegring jetzt arbeiten würdest. So, das gleiche machst du auch natürlich mit der anderen Seite dann. So, natürlich benötigt der Rucksack hier oben natürlich auch Gurtbänder. Und hier habe ich jetzt auch zwei Variationen für dich. Die eine ist, wenn du sagst, ich möchte vorne auch mir jeglichen Krimskrams da dran hängen, sei es Schlüssel und irgendwas an wichtiges Zeug, was man mal schnell abmachen kann, dann habe ich eine Variation. Und zwar beginnst du hier oben, legst das Gurtband so da dran. Nähst am besten ein Kreuz hier rein, damit das auch richtig gut hält. Dann klappst du das Gurtband wieder um. Nähst dann natürlich hier auch nochmal drüber. Und dann legst du dir ganz einfach so kleine Schlaufen. Also vernähst dann hier. Und dann machst du dir die nächste Schlaufe. Vernähst dann hier. So, dass du am Ende halt Schlaufen hast, wo du da jegliche wichtige Sachen für dich dann mit anhängen kannst. So, wenn du jetzt sagst, ich möchte da vorne gar nichts dranhängen, dann habe ich jetzt noch die andere Variation für dich. Die ist natürlich einfacher. Hier legst du aber auch das Gurtband, wie schon eben gezeigt, hier dran. Nähst hier ein Viereck rein und dann ein Kreuz. Legst das wieder um und nähst hier auch ein Viereck rein und ein Kreuz, dass das richtig gut hält. Und dann musst du jetzt natürlich schauen, wie viel Länge du an Gurtband benötigst. Ich sag mal so, schneid besser zu viel ab, denn am Ende kannst du ja immer noch abschneiden den Rest, was für dich zu viel ist. Denn manchmal trägt man ja auch, also beziehungsweise wenn es Winter ist, trägt man ja logischerweise eine Winterjacke. Das heißt, man hat natürlich viel mehr Volumen, das heißt, man benötigt auch mehr Gurtband. Deshalb würde ich da nicht allzu sparsam sein, deshalb lieber einen Meter oder so abschneiden, denn hinterher kannst du natürlich auch sagen, wenn dir das trotzdem zu viel ist, kannst du natürlich einfach abschneiden. So, jetzt suchst du natürlich eine Variation aus und nähst diese nach. Und ich nähe jetzt die Variation, die ich dir als letztes gezeigt habe. Und das machst du natürlich auch nochmal mit der anderen Seite.
Wenn du das Gurtband jetzt hier festgenäht hast, dann rate ich dir, den Rucksack einmal anzuziehen, um zu testen, wie lang letztendlich die Gurtbänder sein sollen. Und jetzt kommt nämlich der Schluss hiervon. Und zwar gehst du jetzt einmal mit dem Gurtband von hier oben herein. Kommst dann hinten wieder raus. Und dann vernähst du das Ganze hier auch nochmal ein paar Mal hin und her. Du kannst natürlich auch wieder dein Kreuz reinmachen oder so, auf dass das auf jeden Fall dann fest ist. So, und fertig ist der Rucksack. Ich finde auf jeden Fall, dass es eine Erfahrung mal wert ist, so einen Rucksack zu nähen mit dem ganzen Kunstleder und den Outdoor-Stoffen und mit dem Nahtband und allem drum und dran, was dazugehört, und besonders Reißverschlüsse einvernähen, wo es einem ja echt manchmal grault, davor sowas zu nähen. Also ich finde, dass der Rucksack auf jeden Fall sehr professionell aussieht und dass ich diese Erfahrung einfach mal lohnt, mal so ein großes Projekt einfach mal in die Hand zu nehmen und sowas zu nähen. Ich hoffe natürlich, dass ich dir in dem Video sehr viel beibringen konnte, dass du auch sehr viel mitnehmen kannst für das nächste Nähprojekt. Und natürlich wünsche ich dir einen wundervollen Tag und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben da lässt. Und wenn du noch irgendwelche Fragen rund um Rucksack oder um das nächste Video sehen möchtest oder irgendwelche Fragen hast, dann schreib das einfach unten in die Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Deine Jana.